Einen wunderschönen guten Sonntag, liebe Kirsten. Schönen Sonntag dir auch, lieber Christopher, und allen da draußen, die jetzt allmählich wach werden und sich zu uns schalten. Schön, dass ihr da seid. Ja, du bist sicherlich ja auch schon sehr lange wach, Kirsten. So wie ich dich kenne, bist du ja eine Frühaufsteherin. Nein, tatsächlich bin ich heute erst um 8 Uhr aufgestanden. Um Gottes Willen, Sodom und Gomorra. Ja. Am Sonntag haben wir hier immer ein bisschen Homeschooling frei und dadurch schlafen wir alle etwas länger. Das ist schön. Da hat man bestimmt auch mehr Zeit für Zweisamkeit, womit wir ja beim Thema sind. Habe ich das nicht elegant gelöst, diesen Ja, Übergang? wir haben das schon hinter uns gebracht heute Morgen, also ist alles So gut. genau. Hallo, lieber Florian. Es ist tatsächlich so, ich habe extra für Kirsten dieses wunderschöne Bild hinter mir. Denn wenn es jetzt zweifelsfrei ist, worum es heute geht, dann nach diesem Bild. Wir sind im Tarotgarten. Wir beschäftigen uns mit der Reihe der großen Arkana im Tarot und sind bei der Nummer 6 angelangt. Und ja, da habe ich mir doch gedacht, damit alle gleich wissen, worum es geht, wähle ich dieses wunderschöne Bild. Ich danke dir, Christopher. Das hast du wirklich ganz schön gemacht. Also ich hoffe, ihr versteht die Anspielung und die leise Ironie, die in meiner Stimme mitschwingt, wenn ich über dieses Bild spreche. Christopher, du weißt, dass wir nicht mehr ironisch sein Ach dürfen. so, Entschuldigung, ich weiß, das war gestern mit der Ironie. In jedem Fall sehen wir hier natürlich ein Bild, das uns darauf einstimmt, dass es wohl um die Liebe geht. Oder Kirsten, sehe ich das falsch, wenn es bei den Liebenden um die Liebe gehen soll? Ja, also es geht sicher um die Liebe, aber nicht unbedingt um die Liebe, die sich die meisten Menschen vorstellen, wenn es ans Kartenlegen geht. Da wird die Liebe ja immer mit großem Hallo und Hurra begrüßt. Tatsächlich ist es nicht die ideale Karte der langfristigen Liebe, aber da werden wir sicher später drauf zu sprechen kommen. Also das heißt, wenn Kartenlegerinnen dann mal die Liebeskarte ziehen, wenn der Klient, der zu beratende oder die zu beratende vor einem sitzt und die Frage gestellt hat, kommt er oder sie wieder? Ich weiß, das war im Tarotverband jetzt, glaube ich, Bea und Clemens machen da ja gerade so ein Feature auf Instagram dazu. Und man sieht die Liebenden und die Liebenden liegen, dann heißt es nicht zwingend, dass meine Liebesträume in Erfüllung gehen. Das heißt es gar nicht richtig. Es Heißt es heißt, gar nicht. nein, das heißt es wirklich gar nicht. Es heißt, ich bin verliebt, so wie wir es da im Hintergrund sehen. Und Okay. die Sonne scheint aus dem Popo meines Angebeteten. Ich finde, ich habe mich sehr vornehm ausgedrückt. Ja, ich finde auch. Kirsten. Wird immer und, besser. aber es ist tatsächlich so, die Liebenden sind so eine Karte, die wird dann mit Seelenpartnerschaft mit karmischer Verbindung in Verbindung gebracht und mit der großen, einzigen, wahren Liebe. Und ich will jetzt gar nicht abstreiten, dass das nicht der Fall sein kann, aber eigentlich geht es bei dieser Karte um wirklich was ganz anderes. Und das werden wir jetzt mal erforschen, oder? Ja, interessant. Ich habe mal auch, weil das natürlich jetzt hier einer bestimmten Vorstellung von Liebe entspricht, die vielleicht der älteren Generation noch vertraut ist, habe ich dieses Bild auch noch mal mitgebracht, dass Liebe, Verliebtsein durchaus auch andere Facetten hat. Und das spielt bei uns in unseren Ausführungen später vielleicht sogar an einer bestimmten Stelle noch mal eine Rolle. Dass sich ja Vorstellungen von Liebe auch durchaus verändern. Wobei mir auffällt, dass die beiden ja das gleiche Tattoo sogar Ja, ich habe gerade überlegt, ob das, was du da gerade gezeigt hast, eine Vorstellung für ältere Menschen ist. Ich denke eher nicht. Ich denke, haben. ganz, ganz viele Menschen haben dieses rosarote Bild im Kopf. Das muss jetzt nicht unbedingt Mann und Frau sein, die sich da unter Ballons knutschen, aber diese romantische Vorstellung, die geht durch alle Generationen. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist einfach auch mein Erfahrungshorizont, welche Menschen mich anrufen, zu welchen Themen. Und da ist die Liebe immer
in rosanen Buchstaben groß geschrieben. Also wenn du schon dabei bist, aus dem Nähkästchen zu plaudern, Liebe ist sicherlich, glaube ich, das Thema Nummer eins, oder? Bei Beratungen. Nicht mehr. Also es war mal so, inzwischen ist doch die Existenzangst größer geworden. Das ist so ein Trend seit ungefähr 10 Jahren, würde ich mal sagen, dass Beruf eigentlich immer, die meisten Leute kommen mehr wegen Beruf, Selbstentwicklung. Aber wenn dann noch Zeit ist, dann wird natürlich immer nach der Liebe gefragt. Und wenn nach der Liebe gefragt wird, weil man direkt wegen der Liebe kommt, dann liegt auch oft die Karte die Liebenden in der Auslage. Ich finde das schon mal interessant. Also ich meine, ich mache ja ähnliche Erfahrungen mit meinen astrologischen Beratungen, wobei ich jetzt nicht der ausgewiesene Partnerastrologe bin, sondern eher dafür bekannt bin, dass ich vielleicht eher so Lebensziel und Bestimmung und so weiter auf meine Fahnen geschrieben Kommt zu habe. mir, Leute, kommt zu mir. Das sind andere besser vielleicht, wobei ich auch durchaus eine gewisse Expertise mitbringen kann. In jedem Fall ist es so, dass es tatsächlich so, dass das Thema Liebe, Partnerschaft ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist gegenüber diesen Themen. Was soll ich eigentlich machen mit meinem Leben? Das kann sich aufs Berufliche beziehen. Und wenn Leute etwas weiter und tiefer denken, dann ist es häufig eben die Frage nach einer Art von Selbstverwirklichung. Aber das passt trotzdem, finde ich, zu unserem Thema, weil wir ja später sehen werden, wenn es auf der Karte die Liebenden gar nicht wirklich nur um die Liebe geht, ja, dann ist vielleicht ein Bild so etwas, was vielleicht sich vielen Leuten heutzutage stellt, zum Beispiel Beruf, Karriere oder Partnerschaft. Das könnte zum Beispiel auch sein. Oder ne, was ist Ja. jetzt wichtiger für mich im Leben? Na, früher, ich glaube, früher haben die Leute die Frage einfacher beantwortet. Vor allen Dingen, wenn sie im 19. Jahrhundert oder davor gelebt haben und eine Frau waren, dann war natürlich klar, wohin die Reise geht. Das hat sich ja auch erst im 20. Jahrhundert für den überwiegenden Teil der Menschheit geändert. Und auch nur in den privilegierten Gegenden, muss man dazu natürlich auch noch sagen. Ja. So, genug der Anspielungen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, die ich in Vorwegnahme dessen, was ich schon weiß, was kommen wird, mir dachte, die wir uns vorher anschauen müssen. Nämlich, welche Symbole, welche Quellen an Symbolen finden wir da, die wir in diesen Karten finden. Und da gehört natürlich dieser junge Mann dazu, der Geflügelte, hier auf einer griechischen, ja, ein griechischer Teller, würde ich mal sagen, ist das, den wir hier sehen. Und da sehen wir niemand Geringeren als Eros. Was kleckert denn darunter von seinem Flügel? Das ist, glaube ich, nur ein Fehler in der Farbe. Alles klar. Da kleckert nichts. Und ja, in jedem Fall sehen wir hier schon mal eine wichtige Figur, die auch später auf den Tarotkarten auftaucht. Und zwar ja auch in den älteren Formen des Tarot ist er zu finden. Eros, manche nennen ihn Amor, wenn sie sich auf die latinisierte Version konzentrieren, oder Cupido. Und ja, er wird hier als Jüngling dargestellt. Und interessant ist ja, dass er Flügel hat. Er ist ja kein Engel. Warum hat er Flügel? Also gibt es da eine bestimmte Bezeichnung im Griechisch-Lateinischen für diese Wesen? Nein, also es gibt schon geflügelte Wesen, das sind die Daimones im Griechischen oder die Genien im Römischen. Und dass wir geflügelte Menschen mit Engeln assoziieren, liegt daran, dass sich in der christlichen Kunst, ja, da ist es eine Übernahme stattgefunden hat. Man hat also die Genien, die ursprünglich geflügelte Wesen waren in der römischen Mythologie, oder die Daimones in der griechischen Mythologie, das hat man sich zum Vorbild genommen. Und unser Bild vom Engel ist eine Entlehnung aus dieser Tradition. Sprich, Eros Cupido war zuerst da. Und unsere heutigen Putti, die wir in vielen Kirchen finden oder so etwas und die kleine Engelchen darstellen, die ähneln ziemlich unserem Eros, und zwar in der kindlichen Variante. Und Eros selber, wie wir ihn hier sehen können, ist ja nicht kindlich dargestellt, sondern sagen wir mal ein junger Mann, ein Jüngling. Eros war nicht zwingend auf die Darstellung eines Kindes reduziert, sondern er konnte auch älter sein. Allerdings mit der Jugend hört es dann auf, weil man natürlich das, was er verkörpert, Begierde, Leidenschaft und so weiter, natürlich mit der Jugend in Verbindung bringt. Wenn ich mich recht entsinne, ist er ein Kind von Venus und Mars, oder?
Ja, er ist ein Kind von Venus und Mars, einer Mythologie folgend. Aber er wird auch in den orphischen Mysterien als ein ganz eigenständiges Wesen behandelt. Und dort taucht er zum Beispiel auf als die Urkraft der Liebe, die am Anfang aller Schöpfung steht. Also da gibt es offensichtlich philosophische, spirituell-mystische Konzepte schon in der Antike und natürlich dann die mythologischen Aspekte, wie du sie gerade genannt hast, Venus und Mars. Aber er wird am häufigsten auch mit Venus dargestellt. Ja. Mars ist sozusagen der Vater, der nie zu Hause ist. Und Venus kümmert sich natürlich um ihren Sohn und erzieht ihn übrigens auch. Ja, aber nicht besonders gut. Nicht besonders gut, aber wir werden gleich sehen, dass er ja auch hier eine sehr interessante Variante eines römischen Eros. Ich fand den so witzig. Den habe ich vorher ist mir der noch nicht aufgefallen, aber schaut mal den an, wie er da irgendwie so ein wehendes Mäntelchen um hat. Und dann die hübschen Schüchchen. Und ja, und ein Messerchen hat er in der Hand. Also Zum Brot schneiden. zum Brotschneiden, selbstverständlich. Aber da kommt vielleicht so dieser marsische Aspekt, dass er doch ein Sohn des Mars ist, auch wieder mit rein. Wobei er später eigentlich nicht mit Schwert oder irgendwas Er anderem wird mit Pfeil abgebildet und wird, Bogen sondern dargestellt Pfeil und und Bogen, ja. weist natürlich darauf hin, dass die Liebe schmerzt. Liebe ist blind, sagen wir auch. Deswegen wird er öfter mal auch mit einer Augenbinde abgebildet. Hier nicht. Hui. Wo hast du das Ja, ich aufgetrieben? dachte mir, wir wollen natürlich, also es ist ja so, Eros, Erotik, Liebe, Leidenschaft. Das Ganze hat einen hohen Kitschfaktor, das muss man einfach sagen. Und Ja. auch Cupido hat sich im Laufe der Zeit dem unterworfen. Ich habe jetzt interessanterweise überhaupt kein einziges Bild mitgebracht, wo er Pfeil und Bogen hat. Das ist ja fast sträflich. Aber wir werden nachher Pfeil und Bogen sehen auf den Karten. Ganz Also das. genau. Das ist ja auch nicht schlimm. Also es ist ja viel interessanter, mal was anderes zu sehen, wie ich finde. Das allerdings ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Hat er Ja, da, also was hat er ich. im Herzen, hat er da in der Hand? Von wann Ja, ist das denn? natürlich. Was denn sonst? Ganz niedlich. Und ja, also zum Valentinstag, glaube ich, findet man solche Darstellungen. Ich weiß nicht, ihr da Ja. draußen, wie gefallen euch die Bilder? Was ist eure Vorstellung von Ja, Eros ihr seid so Cupido? ruhig da draußen. Was ist denn los? Ja, sie genießen natürlich die Berieselung und freuen sich auf das, was da kommt. Das ist klar. Und Pippeline gesteht auch schon, ich stehe auf Kitsch. Und ja, also ich denke mal, das ist eben diese Dimension der Liebe. Aber wir werden ja, wie gesagt, vielleicht euch den einen oder anderen Zahn ziehen müssen zu dieser Karte. Und ja, Monika, habt ihr auch einen schönen Sonntag und wir freuen Ja, uns. viel Spaß, Monika. Und ja, wir sehen eben hier einfach mal alles. Ich wollte mal einfach so ein Spektrum liefern an Möglichkeiten, was es ist. Das hier übrigens auch eine sehr berühmte Darstellung aus dem 18. Jahrhundert. Ich glaube, im Louvre ist sie zu finden. Und sie ist von Ja. einem Bildhauer namens Canova, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier sehen wir eben eine sehr berühmte Darstellung einer Begebenheit, die sich auf Eros bezieht, nämlich Eros und Psyche. Oder Amor und Psyche, wie es auch heißt, die im goldenen Esel von Apuleius zum ersten Mal ausführlich niedergeschrieben wurde, eine Sage, ein Mythos. Ja, also es ist praktisch die Dornröschen-Geschichte, so auf die auch dann später Dornröschen beruht, glaube ich. Und sie ist sehr romantisch und handelt halt davon, dass Eros Amor sich auch verliebt in eine Sterbliche. Seine Mutter findet das nicht gut, macht deswegen der armen Frau äußersten Stress. Allerdings erst, nachdem sie es herausfindet, denn weil er ja weiß, dass seine Mutter das nicht gut finden wird, da sind wir schon voll im Konflikt der Liebe, ne? Entführt er die gute Psyche. Die ist so ein bisschen so aschenbrödelmäßig untergebracht, à la Schöne und das Biest. So könnte man es eigentlich auch mit hinnehmen. Es hat auch viel damit zu tun. Und er erscheint ihr nur unsichtbar und nachts. Beglückt sie mit allem, was er so hat. Und ansonsten sitzt sie in einem prächtigen Palast alleine. Irgendwann fragen die neidischen Schwestern, die sie besuchen dürfen. Ich bringe das jetzt hier alles ein bisschen in der Kurzform.
zwingen sie halt oder machen sie so neugierig, dass sie halt ihn festhält, als während er unsichtbar ist. Er wird sichtbar, darauf löst sich der Zauber auf und dann wird sie von Venus geplagt. Ganz schreckliche Plagen muss sie erdulden, bis sie dann endlich ihn heiraten darf. Eine Plage finde ich sehr spannend. Sie muss ins Reich der Toten steigen, Psyche im Reich der Toten, um da eine Nachtcreme für die Venus zu organisieren. Also das ist schon ziemlich pervers, dieses Märchen. Ich finde es ja spannend überhaupt, dass Venus mal in einer solchen Geschichte nicht so gut wegkommt, ne? Also richtig unsympathisch ist. Naja, also die Sache mit Hephaistos und Mars und dem Netz ist ja auch nicht gerade sehr... Naja gut, was kann der arme Mars dafür, dass die Venus so schön ist? Und gut, wir haben jetzt dieses Märchen angerissen. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr es nicht kennt, es zu lesen. Da basieren auch viele psychoanalytische Geschichten drauf. Also schaut euch das mal an, es ist wirklich ein tolles Märchen. In jedem Fall, es ist ein Märchen, in dem wir schon mal vielleicht ein Thema haben, das in den Tarotkarten dann später zur Sprache kommt, nämlich dieses Thema mit zwei Frauen und einem Mann. Ja, das kommt ja eigentlich in dieser Geschichte vor. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das einen unmittelbaren Bezug hat. Das weiß ich nicht. Ich lese hier gerade so ein bisschen die Kommentare. Die 6 ist meine Jahreskarte, schreibt Regenbogenraum. Aber bis jetzt hat sich in Richtung Männer noch nichts verändert. Liebe Regenbogenbaum, das ist nicht unbedingt die Bedeutung der 6, dass jetzt die Männer kommen. Du musst bedenken, wir haben jetzt auch aktuell ein 6er-Jahr. Wie haben wir das? Wir haben ein 5, was haben wir gerade? 2? Fünfer, ich war jetzt gerade bei Armin, entschuldige, es gibt eine andere Zählung noch. Genau. Nächstes Jahr haben wir dann ein 6er-Jahr für alle. Die Begegnung sicher, aber nicht unbedingt Veränderung. Schauen wir mal weiter, was du da heute noch draus ziehen kannst, wenn wir noch ein bisschen mehr über die Liebenden reden. Vielleicht, wenn wir über den Vergleich von Karte 5, Hohepriester, zu den Liebenden sprechen, können wir vielleicht auch noch mal deutlicher machen, worum es bei den Liebenden eigentlich gerade in dieser Folge der Karten wirklich geht. Ja. Also Amor und Psyche, also ein Mythos, den man mit dem Liebenden in Verbindung bringen kann. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Motive, die später auf den Tarotkarten zu sehen sein werden, die aus einer ganz anderen Ecke stammen. Und zwar aus der Alchemie. Und wir sehen hier die sogenannte chemische oder chemische Hochzeit, in der Sonne, Mond, Mann, Frau, das Weiße und das Rote miteinander verbunden werden. Also die Vermählung der Gegensätze, wenn man so möchte. Mhm. Und oben drüber sehen wir eine Taube, die wird häufig in der Alchemie mit Amten dargestellt. Und möglicherweise, das ist nur eine Vermutung, wird diese Taube später dann bei einer Reihe von Karten dann durch den Cupido ersetzt. Oder entspricht dem Cupido und damit eher etwas, was dem Heiligen Geist vielleicht entspricht oder einer höheren spirituellen Instanz. Mhm. Aber das behalten wir mal im Auge, weil da haben wir nachher, da sind die Darstellungen sehr facettenreich in den Tarotkarten. Mhm. Und ich erlebe überhaupt, dass da gerade die populären Tarotkarten so ganz andere Wege gehen als die ursprünglichen Karten. Und ich denke mal, dass das Thema Alchemie bei den meisten eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, warum sie diese und keine andere Darstellung gewählt haben. Ja. Es gibt ja auch in der Alchemie diese Darstellung von der chemischen Hochzeit. Hier wiederum das Flügelthema übrigens auch. König und Königin in der Alchemie werden sie genannt, die sich miteinander verbinden und eben etwas Neues ergeben. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob diese Situation schon in der Karte der Liebenden vorhanden ist. Doch, ist sie. Also da werden wir auch Beispiele für sehen. Mhm. Also es liegt ja auch ein bisschen daran, ich meine, ich weiß nicht, es ist zu weit hergeholt, dass ja auch die Zahl dieser Karte durchaus eine Konnotation hat, die damit in Verbindung steht, wenn ihr wisst, was ich meine. Erzähl mal.
versuche mich jetzt hier sehr jugendfrei zu äußern, Kerstin. Ach so, ich wusste nicht, dass wir jugendfrei sein müssen. Nein, müssen wir nicht, aber man weiß ja nicht, ja, wer so zuschaut sonntagmorgens. Ein sehr schönes Bild, was du jetzt hier rausgesucht hast, da geht es ja um die Vertreibung aus dem Paradies. Ne? Diese Geschichte werdet ihr alle kennen. Adam und Eva, die halt lange im Paradies glücklich in einer Art platonischen Beziehung miteinander stehen. Man weiß nicht so genau, was das bedeuten soll, ob sie erst einen Körper waren zusammen oder aber ob sie einfach sich immer nur lieb hatten, ganz doll. Und irgendwann kommt dann die böse Schlange, die auch gerne mit der Göttin Lilith vermischt wird, nicht die Göttin, aber mit Lilith, wie auch immer, vermischt wird. Und das Elend beginnt. Die beiden erkennen sich, wie es so schön heißt in der Bibel. Und dann sind sie auch wumms aus dem Paradies raus. Ja, und das Schöne ist an dieser Darstellung, das ist die von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle, dass wir eben hier in der Mitte, also das ist genial gelöst, wir sehen auf der linken Seite Adam und Eva noch sehr eng verbunden miteinander, dann aber gleichzeitig schon die, was gibt's da zu lachen? Ich habe gerade überlegt, was Eva da macht, aber es ist Kirsten. Ich kann nichts dafür. Sie sitzt da und reicht Adam den Apfel, wie das nun mal so ist. Und die Lilith in der Mitte ist ja praktisch schon, deutet so eine Art Trennung und Teilung an, schon optisch vom Bild her. Und dann sehen wir eben dann diesen Engel. Und vielleicht ist das der gleiche Engel, der uns später auch wieder auf der einen oder anderen Tarotkarte begegnen wird. Man weiß es nicht. Ist das der Engel, der aus dem Paradies vertrieb? Soweit ich weiß, ist es Michael, der sie aus dem Paradies vertreibt. Ich kann nichts dafür, Peppeline, es tut mir wirklich leid. Der Christopher kommt hier immer mit Bildern, die einfach. Ich bin Kartenlegerin, ich arbeite mit Bildern. Ja, genau. Nein, aber jetzt nochmal Scherz beiseite. Ich finde, man kann, egal was wir jetzt von dieser Geschichte halten, schon mal eine gute Bedeutung für die Karte davon ableiten, weil wenn die Liebenden fallen, ja, und sollte es um die Liebe gehen, sollte es um Verliebtsein gehen, dann sehen wir, wie schnell wir da aus dem Paradies geworfen werden können, wenn wir uns der Liebe hingeben. Und das ist definitiv ein Problem, weswegen viele Menschen zum Kartenlegen kommen. Mhm. Ja, interessant. Ich glaube, wir behalten das mal im Auge, denn wir gehen nun in medias res und schauen uns die Karten selbst an. Wie versprochen, erst einmal auch der Vergleich zwischen der letzten Karte, über die wir das letzte Mal gesprochen haben, der Hohepriester, mit den Liebenden. Und vielleicht, Kirsten, kannst du erklären, wo da der Zusammenhang ist und wo da die Unterschiede liegen? Ja, also wenn wir uns jetzt nochmal so ans Visconti-Deck heranmachen würden, dann würden wir nochmal eine andere Darstellung der Liebenden finden. Die Liebenden, sie hieß auch mal einfach Liebe, ist eine Karte, die wirklich ganz oft uminterpretiert wurde. Hier in diesem Fall, vielleicht wiederhole ich nochmal kurz, was wir so über den Papst oder in anderen Decks den Hierophanten gesagt haben. Ich muss mich nochmal aufdröseln. Also, was haben wir über die Karte gesagt? Es geht darum, dass wir ein Einweihungserlebnis haben. Es geht darum, dass wir Dinge lernen, die außerhalb des Reiches unserer Eltern sind, Herrscherinnen und Herrscher. Es geht darum, dass wir uns hingeben, vertrauen und einen Weg gehen, um zu höheren Erkenntnissen zu gelangen. Ja, und wenn wir das tun, wenn wir uns diesem Weg hingeben, dann sind wir bei der Liebe angelangt. Also wir beschäftigen uns damit, was macht uns glücklich? Wen brauche ich, um glücklich zu sein? Was ist mit meiner Selbstliebe? Das sind alles Dinge, die in der Sechs geschehen. Wenn wir uns das vorstellen als den Weg des Jedermann oder diese Triumphzüge, von denen ich auch schon mal berichtet habe, dann hat man halt gesagt, okay, erst zeigen wir das Volk, ne, das sind die Narren, die Magiere, die Marketender, dann zeigen wir
die niedrige Kaste der Geistlichen, die oder die dann König und Königin, dann kommt der Papst, der über ihnen steht. Und was gibt es noch, was über dem Papst, den Vertreter Gottes, stehen kann? Das kann nur die Liebe sein. Mhm. Das hast du auch schon am Anfang angesprochen, als du über philosophische Konzepte der Griechen gesprochen hast. Eros, derjenige, der Geist der Welt ist, sozusagen. Und das ist alles in der Liebeskarte verborgen. Hier im Deck, das ein Tarot Marseille-Art ist, wie ich jetzt gelernt habe. Dieses Deck, da sehen wir die Entscheidung eines Mannes zwischen zwei Frauen. Wir sehen über ihm den Cupid, den du schon angesprochen hast, mit Pfeil und Bogen, gerichtet eher auf diese Frau, die mit dem offenen Haaren dasteht. Dieser Mann, so wird gedeutet, muss sich entscheiden, entweder zwischen der Liebe zu seiner Mutter und der Liebe zu seiner jüngeren Frau, einer jüngeren Frau, oder, wie es in anderen Interpretationen heißt, zwischen der lasterhaften und der tugendhaften Liebe. Und da haben wir gleich die wichtigste Bedeutung der Karte der Liebenden in einer Kartenlegung. Es geht nicht darum, dass jetzt auf einmal der Mann ins Leben tritt, der mich absolut glücklich macht, sondern es geht darum, für was entscheide ich mich aus dem Herzen heraus? Mhm. Welcher Leidenschaft soll ich jetzt folgen? Und wenn wir da nochmal die Verbindung zum Hierophanten, zum Papst schlagen, dann ist es halt, welchem Ruf folge ich? Mhm. Und in der 6 muss ich die Entscheidung treffen. Und wie ihr seht, mit dem Cupid wird sie mir aber auch ein bisschen aus der Hand genommen. Ich bin da gezogen von etwas, was ich nicht stoppen kann. Mhm. Mhm. Noch einen Satz dazu. Mhm. Deswegen, gerade wegen dieser Darstellung, wird die Karte auch gerne mit Herkules am Scheideweg verbunden, mhm, wo er sich entscheiden muss, ob er sich ja auch einer lasterhaften Frau hingibt oder ob er lieber per aspera ad astra macht. Und ja, das ist für mich die wichtigste Thematik der Karte. Immer wenn ihr die Liebenden habt, fragt euch, wofür muss ich jetzt mich aus dem Herzen entscheiden? Und das muss ja nicht nur in Sachen Liebe sein, sondern es kann auch Berufung sein oder irgendetwas anderes in eurem Leben, wo ihr eine Herzensentscheidung treffen müsst. Das wäre ja vielleicht auch schon mal eine Antwort für Regenbogenraum, dass es vielleicht gar nicht um Männer geht, sondern es geht vielleicht um diese Art der Herzensentscheidung. Genau. Es geht, nein, da kommen wir gleich noch drauf. Erstmal. Ich wollte kurz auch, weil hier nun auch Cupid mit Pfeil und Bogen abgebildet ist. Ich finde es interessant, die Wendung, die du jetzt hineinbringst, weil natürlich Cupido, Eros, Amor, wenn er auftaucht, am ehesten eigentlich eher Begierde im zwischenmenschlichen Bereich verkörpert. Aber man darf nicht vergessen, diese Pfeile, Pfeil und Bogen, die er in der Hand hat, die haben im Grunde genommen folgende Bewandtnis. Er hat ja zwei Pfeile. Er hat goldene Pfeile und er hat bleierne Pfeile. Und die goldenen Pfeile dienen dazu, sich in den Menschen, den man sieht, wenn man von diesem Pfeil getroffen wird, zu verlieben, komme was wolle. Also das heißt, das, was du gerade sagst, die Entscheidung des Herzens ist eine Entscheidung, die nicht unbedingt immer die richtige sein muss, aber sie ist eine, die ich mit dem ganzen Herzen gehe. Und das, was ich dadurch erlebe, wenn ich mich also nicht für die Vernunft oder die Ökonomie entscheide, sondern eben für die Leidenschaft, das mag dann sein, dass ich nicht erfolgreich sein werde. Na, da war auch durch den Pfeil des Cupidus viel Leiden in die Welt gekommen. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite gehe ich es dann mit dem ganzen Herzen. Das ist dann praktisch wie eine Herzensschule. Ja. Mhm. Auch im Leiden. Und er hat aber auch einen bleiernen Pfeil. Das ist der Pfeil des Hasses. Er kann also auch dafür sorgen, dass man sich wieder trennt von jemandem oder von jemandem trennt, in einem unstillbaren, genau, Hass mit ihm, genau, in Verbindung ist. Und das sind beides Verbindungen, ja, ob ich nun jemanden hasse oder liebe, das ist im Endeffekt egal. Es geht darum, mit Haut und Haaren sich einer Sache zu verschreiben vielleicht, oder übertreibe ich da jetzt? Nee, das ist sehr gut. Also im delphischen Orakel möchte ich gerne nochmal anwenden, da ist die 6, das haben wir jetzt hier heute nicht mit reingebracht, das Urteil des Paares. Mhm. Passt jetzt auch sehr schön zu dieser Darstellung hier. Es geht halt darum,
für was entscheide ich mich, welcher Leidenschaft folge ich? Und bei Paris ist es ja ordentlich in die Grütze gegangen, was er da veranstaltet hat, ne? Auch er hat sich der Venus verschrieben, war nicht die klügste Entscheidung für ihn. Er hätte wahrscheinlich mit anderen Dingen mehr Erfolg gehabt. Und das ist auch etwas, was bei der Sechs oft passiert. Wir sind verblendet und denken auch oft nicht über Konsequenzen nach. Es kann aber auch sein, dass es einfach ist, ich muss das jetzt tun. Mhm. Und das kann oft dran sein, dass wir was tun müssen, um auf die Nase zu fallen, um es dann anders zu machen. Und wir sollten vielleicht dann auch daraus lernen. Was ich interessant finde im Vergleich zum Papst, zum Hohepriester, es ist klar, die erste Karte, auf der drei ebenbürtige Personen zu sehen sind, eigentlich vier, wenn wir Kupido dazu zählen. Gut, beim Papst hatten wir ja schon die beiden, die da knien, die können, sind ja auch schon Personen, aber hier erleben wir eher eine Szene, von der man sich schnell denken kann, die ändert sich gleich. Also während man bei dem Papst sich denken kann, die können dann noch eine Weile da rumknien und das Ganze wirkt sehr statisch, ist es hier eher eine Story, in die wir hineingesetzt werden. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass diese Karte dem Zeichen Zwillinge zugeordnet ist. Ist sie das? Sie ist. Auch ein Hinweis darauf, dass sie nicht die entscheidungsfreudigste Karte ist. Also Menschen, die eine Sechser-Wesenskarte haben, sind nicht mit Entscheidungskraft gesegnet, sage ich jetzt mal. Okay. Es ist so ein bisschen, ich finde sie ja eher vagisch als zwillingshaft. Aber man kann das auch erkennen, dass hier sehr stark immer, man ist immer sehr stark im Diskurs, Disput mit sich selbst bei dieser Karte. Mhm. Ich glaube, also auch jetzt sagen wir mal in der Kette, in der Reihe der Tarotkarten beginnt jetzt etwas, von dem ich sagen würde, jetzt wird's spannend, jetzt wird's interessant. Das ist so ein bisschen so, als ob uns vorher erst einmal alle Personen vorgestellt wurden und jetzt auf einmal sind wir in einem Geschehen drinnen. Das gefällt mir echt gut. Also bei dieser. Genau, ich würde auch gerne noch gleich noch was zu diesem Anfang sagen, aber ich würde vielleicht noch gerne ein paar andere Bilder dazu sehen. Ja, hier haben wir, ich weiß nicht, dass die linke Karte scheint mir so in Richtung Visconti zu gehen. Genau, das ist eine Darstellung, die aus dem Blanchet-Tarot kommt, soweit ich mich recht entsinne, die ich einfach nur interessant fand, weil da so viele Menschen drauf abgebildet sind, genau wie du es gesagt hast. Also auch da ist irgendwie so ein, passiert was Spannendes und dann haben wir nochmal eine andere Variante der Karte, die wir gerade gesehen haben. Nochmal dazu. Es gab unglaublich viele Versionen der Tarotkarten aus dem 16., meistens das 16., 17. Jahrhundert, die alle in unterschiedlichen Städten gemacht wurden und immer leicht abwichen von der Darstellung, aber letztendlich die selben Motive hatten, jedenfalls in Frankreich. Bei dieser linken Karte finde ich spannend, dass da oben gleich zwei sitzen und fleißig Pfeile auf die Leute herabregnen lassen, ja. Auf so kissenartigen Wolken. Also da wird auch nochmal eine andere Interpretation. Und wir sehen unten eben lauter Pärchen, die wahrscheinlich alle getroffen sind. Und das eine, das kann sich schon gar nicht mehr an sich halten und fällt schon übereinander her. Ja, also eher so Partyatmosphäre. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir noch mal weiter. Ich wollte vielleicht noch mal erwähnen, denk noch mal an die Taube des Heiligen Geistes, die wir bei der Alchemie hatten und wie da dieses Thema durch Cupido erstmal ergänzt wird. Und dann sind wir auch schon hier bei Robert M. Page. Stimmt das? Ja, habe ich es richtig gesagt? Place, Entschuldigung. Robert Page war, glaube ich, jemand anders. Aber egal. Also, Place. Also auf alle Fälle sehr schöne Karten aus zwei verschiedenen Decks von ihm, die aber beide die Alchemie, also das alchemistische Werk in den Vordergrund stellen. Genau, also er hält sich ja sehr stark an diese Prinzipien der Alchemie und wir sehen auch da wieder das Motiv mit Sonne und Mond, ne, die zusammenkommen als Kaiserin und Kaiser, Herrscherin und Herrscher. Also wir können uns hier wirklich vorstellen, dass sich die beiden Karten 3 und 4 Herrscher, Herrscherin treffen, begegnen, vereinen.
mit dem Segen des Papstes. Ja, und hier sehen wir tatsächlich auch nochmal da, wo in dieser alchemistischen Darstellung die Taube war, eben den Cupido. Die Taube, die ja auch ein, also da ist man nicht weit entfernt voneinander, Taube und Cupido. Die Taube ist das Tier der Venus. Ja. Cupido ist das Kind der Venus. Es geht also offensichtlich bei der Taube auch um das Thema der Verbindung, so wie Cupido mit seinen Pfeilen auf Gedeih und Verderb Verbindung herstellt. Und dann haben wir eben auch das Thema Conjunctio oder im alchemistischen Prozess die Vermählung zwischen dem lunaren und dem solaren Prinzip der Farbe Weiß und Farbe Rot, die ein wichtiger Schritt ist in der Alchemie. Da sprechen wir immer von Solve et Coagula. Und Coagula heißt, verbinde dich miteinander, Solve löse. Also immer diese Pendelbewegung im alchemistischen Prozess. Solve Coagula, Solve Coagula. Und die Conjunctio ist sozusagen die notwendige Verbindung zweier Substanzen zu einem dritten. Und das wird wohl in der Karte, zumindest nach der alchemistischen Vorstellung, abgebildet. Und das finden wir nicht nur bei Place, sondern das finden wir schon früher. Da kommen wir dann noch drauf, nämlich hier. Also die, wenn ich noch einmal ganz kurz, ja, ist auch egal, also das ist etwas, warum diese Karte so mit der Seelenverwandtschaft in Verbindung gebracht wird. Ne? Man denkt, wenn die Liebenden fallen, dass jetzt da jemand ist, der mir genau das geben kann, was in der Alchemie erwartet wird, als Verschmelzung. Also wir hoffen da wirklich auf die Verschmelzung, aber das kann einfach auch ein Trugschluss sein. Und damit sind wir dann bei den nächsten Karten angelangt. Die beide Liebespaare zeigen, wir sehen jetzt hier also die bekanntesten Decks, auf meiner Seite, sorry, meine Links-Rechts-Schwäche, sehen wir die Karte aus dem Thoth-Tarot von Crawley und Frieda Harris. Und auf der rechten Seite ist es, glaube ich, sehen wir die Liebenden nach, danke, Wade und Smith. Und beide Karten weichen total ab von dem, was es vorher an liebenden Tarotkarten gab. Bei dem, bei der Karte von Aleister Crawley sehen wir den Versuch der alchemischen Hochzeit. Wir sehen, wie der Eremit, über den wir später sprechen werden, quasi die beiden segnet. Wir sehen auch diese rote, weiße Thematik hier auch mit Weiß und Schwarz gearbeitet, die beiden Kinder, die da unten zu sehen sind, die Tiere, die da unten zu sehen sind. Und ganz oben sehen wir zwei Figuren, die so wie aus Stein wirken. Eine ist die Eva und die andere ist die Lilith. Und was Crawley über diese Karte sagt, ist halt, dass dieser Prozess der alchemischen Hochzeit an dieser Stelle nicht gelingt, weil ein wesentlicher Anteil, nämlich die Lilith, nicht berücksichtigt wird. Also ihm ging es ja sehr darum, das Lilitheske, nenne ich es jetzt mal, in die Gesellschaft zu bringen. Meine Theorie ist, je mehr ich mich mit Tarot beschäftige, dass wir eigentlich da schon sehr weit gekommen sind und deswegen die Decks jetzt auch anders werden. Das Lilitheske ist jetzt da. Du hast vorhin auch über quasi so Transgender geredet, ne? Das ist genau das. Und wahrscheinlich würden die Karten jetzt anders aussehen. Bei Crawley gelingt dann dieses alchemische, dieser Versuch, der gelingt auch letztendlich, aber da müsst ihr noch eine Weile aushalten. Das ist nämlich erst in der Karte 14, die bei ihm Kunst heißt. Und was man hier sehr schön sehen kann, ist, also er fährt wirklich alles auf an Symbolik, was man, worüber wir auch schon gesprochen haben, inklusive des orphischen Ureis unten, das ja mit Eros als Urkraft der Schöpfung in Verbindung steht, hell, dunkel, schwarz, weiß, weiß und rot, Mann, Frau, also da ist also wirklich alles in Polarität vorhanden, was man sich nur vorstellen kann. Und da ist ja auch so, um diese Hände dieses Eremiten schwingt sich ja so ein Möbiusband. Das finde ich auch ganz spannend, ja. Da ist so auch beim Möbiusband, das kann sich ja jeder selbst herstellen, da ist ja innen und außen vertauscht, also oder nicht mehr voneinander zu differenzieren. Also ja. Auch hier
gehen wir in einen Zustand der Verschmelzung der, der Gegensätze, innen, außen, oben, unten. Genau. Und darum geht es in den Liebenden. Ne? Das ist genau das, was auch durch die Einweihung versucht wird, ne? Dass man halt in diesen Verschmelzungszustand kommt und daraus etwas Neues geboren wird. Deswegen sind auch die Kinder abgebildet. Die Kinder tauchen auch immer wieder im Deck von Crawley auf, das Orphische Ei auch, immer wieder. Und es ist eine echt spannende Karte. Ich höre da immer große Orgelmusik, wenn ich die Karte betrachte. Was sehen wir denn aber überhaupt? Und das ist nochmal wichtig für die Interpretation. Wir sehen eine Hochzeit. Mhm. Wir sehen den Moment, in dem der Segen zum Segen angehoben wird. Und jetzt ist die Frage, sage ich ja oder nein? Mhm. Das ist nämlich der Moment, der nach dem Papst auch kommt. Ich gehe durch eine Schule, eine spirituelle Schule. Und irgendwann werde ich dann gefragt werden, willst du wirklich die Einweihung? Mhm. Und das ist dann oft so, dass man sagt ja mit vollem Herzen. Aber manche sagen auch in dem Moment, wo sie gefragt werden, vielleicht auch während des Einweihungsrituals, nein, danke, doch nicht. Und das wird in dieser Karte hier dargestellt. Und das ist etwas, was wir dann auch in der Interpretation berücksichtigen müssen. Immer wenn die Liebenden auftauchen, stehe ich vor einem Punkt, wo ich wirklich sagen muss, ich sage jetzt hundertprozentig ja zu jemanden oder zu etwas. Mhm. Es geht also nicht nur um Entscheidung, sondern es geht auch um Hingabe, Verbindlichkeit, hundertprozentig mich darauf fokussieren. Ganz anders ist ja die dann doch etwas viktorianisch anmutende Darstellung von Wade und Smith. Da sind wir in einer ganz anderen Szenerie, die natürlich die meisten von euch sofort erkannt haben. Hier wird angespielt auf die Paradiesgeschichte. Ganz genau. Und das ist damals eine Revolution gewesen, diese Karte, weil Wade hat darauf bestanden, diese Karte komplett zu verändern. Mhm. Die Crawley-Karte ist ja erst später entstanden und wollte, dass diese Karte eine Anspielung ist oder eine Umkehrung des Teufels. Mhm. Wenn wir uns den Teufel wachrufen, ne, da steht, sehen wir ein Liebespaar oder Bacchanten oder was immer es sein soll. Und über ihnen steht Baphomet. Und diese Darstellung gibt es schon sehr lange. Und Wade wollte das wirklich umkehren, um zu zeigen, die beiden sind ja auch über die Zahl miteinander verbunden. Der Teufel ist die 15, das hier ist die 6, 1 und 5 ergibt 6. Dass die beiden Seiten von Liebe und Leidenschaft sind. Mhm. Während wir beim Teufel alles vielleicht schwarz sehen, ja, sind wir bei den Liebenden in einer Form von Paradies, das meinte ich vorhin mit der Sonne und dem Popo, in einer Form der Verblendung. Wir sind hier in der Projektion. Mhm. Und das macht das so anstrengend. Wir sehen auch, dass diese Situation hier auch nicht mehr lange aufrechterhalten sein wird. Adam schaut auf Eva lüstern. Eva schaut auf den Engel. Ja, es geht also auch wieder darum, um Erkenntnisse zu gewinnen. Im Hintergrund sehen wir einen Berg, sehr prominent, der für vieles stehen kann, aber sehr oft im Tarot auch für Erkenntnisse steht, die man haben möchte. Und wir sehen auch schon, wie die Schlange sich da anbalzt. Also das dauert nicht mehr lange und da wird in den Apfel gebissen werden. Und meine Erfahrung ist, dass Menschen, die von der 6 gerade dominiert werden oder in einer Auslage, die haben, wirklich zögern. Mhm. Sie wollen diesen Moment der Projektion, des Verliebtseins unbedingt aufrechterhalten. Deswegen wird die Karte auch manchmal als Affärenkarte bezeichnet. Mhm. Und wollen halt nicht in die Verbindlichkeit gehen. Mhm. Und wenn ich da jetzt nochmal aushole und mir überlege, wo stehen wir jetzt gerade in der Geschichte des Narren, der durch die einzelnen Karten reist, dann hatten wir bei dem Hierophanten das Thema Ausbildung, ich glaube auch alles, ich gebe mich dem Glauben hin, um Wissen zu erlangen und in der 6 bin ich in der Pubertät. Wir sehen auch zum ersten Mal nackte Menschen auf dieser Karte. Der Geschlechtstrieb wird auf einmal wichtig. Die Menschen sind jetzt wichtiger unten als das, was über ihnen ist. Dieser Engel sieht artifiziell aus, der zieht sich zurück. Mhm. Na, es geht hier auf dieser Ebene darum, dass ich jetzt anfange, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, Dinge zu hinterfragen, die meine Lehrer
meine Eltern mir gesagt haben, aber immer mit dem Luxus, dass ich trotzdem abends ein Essen auf den Tisch bekomme, jedenfalls in idealen Familienverhältnissen, mhm, und kostenlos wohnen kann. Und das ist so das Thema der Sex. Ich lasse die Dinge gerne in der Schwebe, bin aber auch auf Krawall durchaus eingestellt und ja, zeig's denen da oben mal. Mir fällt gerade auf, dieser Engel, der ja nun den Cupido ersetzt gewissermaßen und an den Erzengel erinnert, der vielleicht zieht er sich gar nicht zurück, sondern er wartet auf den Moment, wo er die beiden endlich rausschmeißen kann. Vertreibung aus dem Paradies wäre ja dann in deinem Bild gesprochen. Jetzt muss ich mich dann doch um eine eigene Wohnung kümmern und um mein eigenes Leben. Hotel Mama ist vorbei. Und andererseits sehe ich auch gerade, dass dieser Engel mit seinen gewaltigen Flügeln, dahinter ist ja die Sonne, eigentlich die Sonne auch verdunkelt dadurch für, mhm, die beiden da unten. Also wenn wir jetzt mal Sonne als das höchste Ziel, die Spiritualität sehen, vielleicht das Göttliche sehen, dann bin ich in dem Zustand vielleicht auch ein bisschen abgeschnitten vom Göttlichen gerade. Ich überlege gerade, ob das stimmt. Also was hier dargestellt wird, ist ja Tiferet, also, mhm, die mittlere, mhm, Sephira des Lebensbaumes, und die ist von der Sonne bestimmt. Sie ist das Herzstück des Lebensbaumes, mhm, und es geht darum, dass wir jetzt wirklich in die Welt gehen müssen, damit Gott auch Erkenntnisse haben kann. Also, eher würde ich sagen, er bemüht sich darum, ein immer mehr abzunabeln und ins Vergessen zu bringen, weil wenn wir nicht vergessen, dass wir göttlich sind, können wir hier nicht rumspielen. Okay, also ja, mh. Vielleicht scheint durch diesen Engel auch das göttliche Licht nochmal durch. Ja, also mal überlegen. Ich habe dazu jetzt noch eine weitere Darstellung mitgebracht. Und zwar einmal aus dem allseits beliebten Stirl-Deck im Vergleich zum Original. Das Stirl-Deck ist ja ein Klon von Wade Smith. Aber bietet doch einige mehr Informationen. Und du hast ja vorhin gesagt, gerade beim Thema Liebe haben wir festgestellt, das ist ja von Kultur zu Kultur, von Zeit zu Zeit doch immer wieder anders, hat Stirl doch nochmal eine andere Perspektive mit reingebracht. Mhm. Also ich denke zum Beispiel jetzt, vor allen Dingen haben wir keine Sonne mehr im Hintergrund, sondern einen Nachthimmel. Der, ja, Engel, der steht so da, wendet seinen Blick ab, also er wirkt gar nicht so streng. Die beiden wenden sich dem Engel zu. Es ist nicht ganz klar, ob die beiden überhaupt Mann und Frau sind oder ob das nicht Frau und Frau ist, aber das ist ja typisch für Stirl. Das Ganze hat eher einen düsteren Charakter, wie ich finde. Ja, es ist so der Abstieg in die Nacht, den man ja auch so zelebrieren kann, à la Tristan und Isolde. Mhm. Wenn ihr die Oper von Wagner kennt, die ganz großartig ist, ne, dann sieht man, während sie den Liebestrank nehmen, wird es dunkler und dunkler und dunkler und am Ende wird nur noch ein Hohelied auf die Nacht gesungen. Weil man natürlich, und das ist die Gefahr der Karte, die Liebenden, in der Liebe versinken kann. Es gibt dann, mhm, nichts anderes mehr. Es gibt nur noch zwei, vielleicht auch drei Menschen, in welchen Konstellationen ihr da lebt, die miteinander verstrickt sind. Und deswegen ist es eine Abbildung des Teufels. Man kriegt das bloß, mhm, nicht so mit wie beim Teufel. Mhm. Ja, und ist das, ja? ist das jetzt schon... warum glaubst du, hat die Lisa Stirl diese Dunkelheit auf einmal ins Bild gesetzt? Ist das irgendwie ein Ausdruck des Zeitgeistes, deiner Meinung nach? Also es ist ja aus meiner Sicht die einzige Karte, wo Mann und Frau abgebildet sind. Mhm. Vielleicht besingt sie das Ende dieser Konstellation. Ich würde gerne nochmal auf das eingehen, was Regenbogenbaum Raum, Verzeihung, nicht Baum, Raum, geschrieben hat, ich muss meine Brille aufsetzen. Dieses hier mal. Seinen Raum geben, denke, das will mir die Karte sagen, die innere Verschmelzung meines inneren Mannes mit meiner inneren Frau. Genau, und da haben wir einfach schon mal ein Thema, was wir hier auch bei Lisa Stirl sehen können, die Verschmelzung. Als diese Karten gemalt wurden, jedenfalls die von Wade und Smith, da hat man ja auch schon angefangen, darüber nachzudenken, über die Gehirnhälften, rechte, linke, mhm, Gehirnhälfte. Wir wissen ja inzwischen, dass das nicht so ist, dass die rechte für eine Sache und die linke für eine andere Sache zuständig ist, sondern
vermischt zuständig ist. Da sind wir übrigens wieder bei der Transgender-Thematik. Mhm. Und die Karte ist den Zwillingen zugeordnet. Und hier geht es, glaube ich, sehr stark darin, deswegen Projektion. Ich erkenne mich in jemand anderem und bin aber verantwortlich dafür, dieses, was ich an dieser anderen Person faszinierend finde, in mir zu entdecken und zu leben. Mhm. Und das könnte für dich eine wichtige Antwort sein, Regenbogenraum. Ich finde auch den Gedanken, dass man mal auch weggeht vom Pärchenthema hin zum inneren Mann, innerer Frau, das ist natürlich auch hiermit gemeint. Also wir sind ja, ob wir das nun Mann oder Frau nennen, auch in Polaritäten, inneren Polaritäten immer wieder. Und dass wir hier, dass wir hier so eine Art ja, Verschmelzung oder zumindest kurz vor der Verschmelzung sind oder die Verschmelzung möglich ist. Ob sie nun wirklich geschieht, wissen wir nicht. Man sieht auch bei der Stirl, die beiden fassen sich nicht wirklich an den Händen. Die führen zwar ihre Hände zueinander, aber wir wissen nicht, lassen sie gerade los oder wollen sie jetzt gleich Hand in Hand gehen. Ja, und genau. Auch im Hintergrund sieht man hinter diesem Berg übrigens haben wir die Silhouette der Stadt, die ja bei Stirl immer wieder eine wichtige Rolle spielt. Ja. Wir sind in der Zivilisation. Ja, und wollen raus. Und was das Neuartige bei der Wade-Smith-Karte auch ist, oder auch bei Crawley, ist halt dieser Aspekt der Frau, des Weiblichen. Mhm. Als die Karten gemalt wurden, war das ein großes Thema. Die Pamela Common Smith selbst war eine Suffragette. Mhm. Die haben im Golden Dawn auch sich sehr bemüht, die Frau zu integrieren. Mhm. Gleichzeitig haben sie es natürlich noch nicht so hinbekommen. Und die Frau war aber immer der natürliche Kanal. Die Frau von Marthas zum Beispiel, ne, war ja die alles gechannelt hat für den Golden Dawn. Und hier sieht man so, dass der Mann die Frau braucht, um nach oben zu kommen. Mhm. Und das entwickelt sich weiter in den Karten. Das werden wir sicher wieder nochmal drauf zurückkommen. Ich habe mal hier dieses mitgebracht von dem Rückseitentarot, Reverse-Tarot, oder so heißt es, glaube ich, oder? Ja, Tarot, ja. Vice versa heißt es. Vice versa, genau. Und die spannende Idee dabei ist ja, die Künstlerin, ich weiß jetzt nicht, wer es war, hat sich die Gedanken darüber gemacht, was wäre, wenn wir hinter den Figuren stehen würden und sehen würden, was sie sehen. Und dann würden wir dieses Bild haben. Das finde ich einen spannenden Gedanken, auch wenn ich ihn persönlich eher für eine Spielerei halte. Aber ja, es ist inspirierendes und wir sehen ja, dass auch sie sich so schon sagt, okay, wir brechen jetzt bald da in die Wüste auf. Ne? Es ist nicht mehr lange bis dahin. Und hier ist dieser Engel ja wirklich aus Pappmaché. Ne? Ja, ist irgendwie nur eine Kulisse auf einer Wolke. Ne? Und aber auf der anderen Seite sieht man eben auch, sie gehen auf ja die Tiere zu. Es ist auf alle Fälle etwas, was ich eher so denke, da hat die Künstlerin versucht, diesen Gedanken des Paradiesgartens vielleicht nochmal aufrecht zu erhalten. Mhm. Und ja, einfach eine spannende Idee, das mal zu machen. Ich persönlich sage, für mich wird es als Tarot nicht reichen, damit jetzt zu legen. Es ist eine philosophische Spielerei. Ich finde es eher spannender, ich mache diese Übung wirklich, aber ich stelle mir mal vor, was sehe ich denn da vor mir? Und nicht, dass es mir nochmal vorgegeben wird. Das ist etwas, was ihr vielleicht auch mal tun könntet. Jodorowsky hat da viel in seinem Buch drüber geschrieben, die Karten weiterzudenken. Das ist sehr spannend. Ich habe ja hier, da habe ich ja letztes Mal auch draus was gezogen, das Before und das After Tarot, was eine ähnliche Idee hat, ne, dass wir uns überlegen, was geschieht vor der Situation auf den Karten, was danach. Muss ich mal gucken, was bei den Liebenden ist tatsächlich. Aber du kannst ja schon mal die nächsten... Wir wollen ja auch noch zu unserem Orakel kommen, deswegen ziehe ich es mal das Tempo hier ein bisschen an. Ich habe hier, ich glaube, es ist das Glan-Tarot auf der linken Seite. Ja. Der Scheideweg, Glan, ein durchaus zu hinterfragender Astrologe vor allen Dingen und eben auch hat ein Tarot entwickelt, wo er noch einmal, sagen wir mal so, es ist ägyptisierend. Also wir müssen dazu sagen, dass er dieses Tarot in den Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht hat, mit dem Bestreben, ein deutsches Tarot zu haben, weil Tarot ist ja in Deutschland nicht wirklich, hatte ja nie Fuß gefasst.
Und deswegen haben wir auch diese amerikanische Schule hier quasi. Und er hat sich da halt bemüht, durch diverse Themen damit zu arbeiten. Und das ist tatsächlich ihm nicht so fantastisch gelungen. Er hat auch durchaus da ariosophische Ideen gehabt. Allerdings hat er dann, er hat auch ein ziemliches Scheißleben, wenn ich mich recht entsinne. Auf jeden Fall sind die Karten trotzdem sehr spannend und sehr interessant. Und er bringt jetzt hier halt etwas hinein, was sicher dann auch von Crowley mit aufgegriffen wurde, dieses Ägyptisierende eben, was du gerade angesprochen hast. Ja, und vor allen Dingen himmlische versus irdische Liebe und genau. Der Scheideweg als Thema. Das genau, ist bei ihm hier so. Also die wichtigste Vokabel ist der Scheideweg, wenn ihr euch mit der Karte beschäftigt. Und auch das Abbild von Röhrig daneben, da sehen wir, er schreibt ja immer auch so Notizen auf seine Karten, die Kaiserin und den Kaiser, wie er sie nennt, also Karte 3 und 4, die eine Nacht miteinander verbracht haben. Da sind wir wieder bei der Alchemie angelangt. Und für mich ist diese Karte immer so der Moment, ich habe mit jemandem zum ersten Mal geschlafen, der Moment kurz, bevor ich dann die Augen öffne und mir überlege, war das jetzt ein Flop oder will ich mehr? Ja, das ist doch wie, also man schläft dann, man verbringt die Nacht dann vielleicht noch miteinander und am nächsten Morgen ist dann wirklich die Frage, wie geht's jetzt weiter? Und da sind wir bei Röhrig und das finde ich eine spannende Interpretation. Gut. Ja, so kann man das sehen. Ja, Christopher, ich weiß. Tut mir leid. Was ich mir beim Röhrig-Tarot gemerkt habe, ich weiß gar nicht, woher ich das weiß, aber da ist ja so eine Querlinie drin, ne? So eine horizontale Linie, dass die im Röhrig-Tarot immer wieder auch, ich glaube, in einem deiner Artikel habe ich das gelesen, auf deiner Seite. Weißt du von mir, weil ich ja viel über dieses Du hast auf deiner Seite Tarotwissen, hast du, glaube ich, zwei Artikel über Röhrig drauf, die ja lesenswert sind. Roy und ich haben ein Buch darüber geschrieben. Ja, genau. Und genau, wenn du jetzt die Karte über den Herrscher so halten würdest, wenn du die Karte in der Mitte verdecken würdest, dann würdest du halt den menschlichen Anteil und den himmlischen Anteil, genau wie bei Glan, wahrnehmen können. Schön. So, zu guter Letzt, unser letztes Bild, das sind nun einfach zwei Varianten, würde ich mal sagen, dass der so und so viel Pforten-Tarot auf der linken Seite... 78. Woher kommt bloß diese Zahl, Kirsten? Ich weiß keine es Ahnung, nicht. Keine Ahnung, Christopher. Wie kommt man auf diese 78, Kirsten? Rätsel. Ich glaube, wenn wir das 78 Sessions machen, dann sitzen wir noch in 5 Jahren hier. Ja, Mann. Wissen wir, was wir zu tun haben. Ja, das stimmt. Das ist doch schön, einen Plan zu haben, oder? Das stimmt. Und wir haben hier The Lovers aus dem Druidcraft noch. Und da sehen wir ganz eindeutig, da geht es jetzt in diesen Verschmelzungsaspekt. Die Erotik wird stärker betont. Und das verschreckte Reh, das da, ich habe vorhin schon gesagt, das da im Hintergrund ist, das bin ich. Und schaue mit Entsetzen, was die Menschen da so tun. Ja, das haben wir jetzt heute mehrfach mitbekommen, dass das nicht unbedingt deine Karte ist. Die 78 Pforten ist ein ganz witziges Deck, auch wo es immer darum geht, die Karten als Türöffner zu betrachten. Ich habe das heute jetzt einfach mal Christopher geschickt, weil ich die Karte sehr schön kitschig und witzig fand. Wenn ihr mehr über das 78 Pforten Deck wissen wollt, auf der Seite vom Tarotverband auf Facebook wird jede Karte schon seit einiger Zeit ausführlich besprochen. Jacqueline, ich habe das gelesen, das Buch ist nicht mehr erhältlich. Ich glaube, wir haben noch ein paar Exemplare, aber wenn du Fantastische Welten und Röhrig-Tarot googelst, dann kriegst du es vielleicht auch noch secondhand irgendwie, denke ich. Und sonst, wenn du das wirklich dich interessierst, melde dich einfach bei mir persönlich, dann organisiere ich das für dich. Und die Karte daneben aus dem Druidcraft, finde ich auch sehr schön. Dazu findet ihr eine Beltane-Legung auf dem Blog Tarotwissen. Ich habe diese Karte als Inspiration für eine Beltane-Legung genommen, die ja nicht eigentlich Beltane-Legung, sondern Beltane heißt. Nee. Und da möchtest du sicher was zu erzählen, lieber Christopher. Das heißt Beltane. Beltane, ne? Beltane heißt es. Beltane.
An deinem Irisch müssen wir noch ein bisschen arbeiten, Kirsten. Ich gebe mir Mühe. Ja, Beltane ist ja auch ein Stichwort. Wir haben hier auf der Geheimnisakademie demnächst auch einen Beltane-Special. Und wer dazu mehr wissen will, der schaut einfach nach. Gestern Abend gab es ja den Trailer dazu. Am Donnerstag geht es auch los bei uns mit 3 Folgen zum Thema Beltane, Walpurgisnacht. Ja, das wäre sozusagen ein Übergang gewesen in einen kleinen Werbeblock. Und wir haben aber noch das Thema, dass wir 2 ja jetzt hier wie König und Königin sitzen und 2 verschiedene Pole verkörpern. Ihr da draußen dürft euch jetzt für einen dieser Pole entscheiden. Wählet weise, ihr wisst es. Denn dieses Schicksal, das wir vor euch ziehen werden, das wird euch auch ereilen. So ist das nämlich mit den Tarotkarten. Oder, Kirsten? Also wenn ihr daran glaubt, dann lasst euch bitte von Christopher die Karten ziehen. Ich bin der Ansicht, dass wir uns immer entscheiden können, egal wie verschissen die Situation auch ist. Aber Kirsten, gerade hast du noch gesagt, wir können uns manchmal nicht entscheiden. Wir können uns entscheiden. Auch wenn wir von Amor gepiekst werden, müssen wir der blinden Leidenschaft nicht folgen. Also ihr wisst ja, ihr seht ja, wir haben hinreichend unterschiedliche Standpunkte, die Kirsten und ich, was euch doch die Entscheidung leicht machen dürfte. Ob ihr mich oder die Kirsten nehmt, ich werde euch mit dem Brady-Tarot wieder beglücken. Und ich weiß nicht, was Kirsten hat. Ich habe heute das Delphische Orakel, weil wir heute so viel über Mythen geredet haben, von der Liz Green. Oh, da bin ich schon mal gespannt. Eva hat sich schon für dich entschieden. Also eine Fragestellung einfach. Ihr könnt euch fragen, was ihr wollt. Könnt euch auch nichts fragen, dann antworten wir auf eine Frage, die ihr nicht gestellt habt. Genau. Also entweder stellt ihr euch jetzt selbst eine Frage und kriegt dann dadurch die Antwort. Meine Frage, die ich jetzt an die Karten stelle, wird sein, wofür entscheide ich mich jetzt, um gut durch die noch weiter anstrengende Zeit zu gehen. Okay, ich lasse es mal ein bisschen offener, aber schließe mich grundsätzlich mal an. Ich werde die Antwort aber auch so geben, dass sie auf eure Fragen wahrscheinlich passen wird. Ich habe gezogen. Ich habe auch gezogen. Ich habe eine Karte gezogen, die aus dem Komplex Amor und Psyche kommt. Hier die kleinen Karten des Delphischen Orakels haben jeweils einen Mythos zugrunde. Die Kelche sind Amor und Psyche geweiht, passt ja hervorragend. Und ich habe die 3 der Kelche gezogen. Egal in welcher Situation alle die, die sich für mich entschieden haben, sich befinden, es geht im Augenblick darum, Freude zu genießen. Und zwar mit anderen Menschen. In dem Deck hier ist es der Moment, an dem Psyche von ihren Leiden erlöst wird, was ja darauf hoffen lässt, dass wir alle durch eine schöne, durch eine schöne Zeit Richtung 1. Mai gehen können. Die Karte sagt auch, dass es jetzt absolut wichtig ist, sich zu überlegen, mit wem bin ich auf der Herzensebene verbunden und kann mich auch in Situationen, wenn ich mich nicht mit Leuten treffen darf, gut verbinden, um mich emotional stabil zu halten. Und ansonsten ist es einfach eine große Karte der Freude. Ja, wer sich für mich und das Beta-Tarot entschieden hat, der bekommt heute die Mutter der Wurzeln spendiert. Das entspricht der Königin der Scheiben. Die Deutung ist natürlich bei der Brady ein bisschen anders als die Königin der Scheiben oder die Königin der Münzen. Sie schreibt davon, es geht um Hingabe und vor allen Dingen um ein bewusstes und freiwilliges Opfer zugunsten anderer. Es geht um schöpferische Energie, es geht um Leidenschaft, Hingabe. Da haben wir vielleicht dieses Thema, was wir auch schon bei den Liebenden angedeutet haben. Und zwar eine Leidenschaft, dass die tiefer reicht als einfach so eine, so wurzellose Fantasien von persönlicher Freiheit. Also hier geht es auch darum, dass wir auch bereit sind, Freiheit zu opfern für das,
was uns wichtig ist. Und wir sehen hier unten unter der Erde die Königin der sogenannten Honeypot-Ameisen. Das sind mexikanische Ameisen, Honigtopf-Ameisen. Und die hütet da nun ihre, legt da ihre Eier. Und sie gibt sich selbst hin, sozusagen ihrer Brut, damit die sozusagen entstehen kann. Ja, also das ist diese Karte. Und oben drüber sehen wir auch übrigens das Sternbild des Orion. Der Orion, der in diesen Gegenden ein Wintersternbild ist, markiert eben den Winter. Und die Ameisen, die ja dann im Winter unter der Erde leben, um sich eben vor den Widrigkeiten des Wetters schützen, ziehen sich eben dorthin zurück. Also es hat, ist eine Karte, ich weiß nicht, Kirsten, ob du da was mit den klassischen Königin der Scheibendeutungen, ob du da noch was dazu beitragen kannst, oder ob das sehr abweicht von dem. Nö, das ist doch super. Es passt doch auch sehr schön zum 1. Mai. Es ist eine Fruchtbarkeitskarte. Ne, auf der Weight-Karte werden Kaninchen abgebildet. Da sehe ich dann wieder die Liebenden im Hintergrund. Es geht darum, die Dinge, die wir haben, zu bewahren und zu beschützen und wachsen zu lassen. Gut, ja, interessant. Dann würde ich mal sagen, liebe Kirsten, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und für die wirklich spannenden Ausführungen zu der Karte. Ich hoffe, euch da draußen ist es jetzt klarer, worum es bei den Liebenden geht. Ja, seht jetzt deutlicher, dass Liebe nicht alles ist, was in dieser Karte vorhanden ist. Und ich denke mal, wir hätten jetzt noch Stunden weiterreden können, aber wir kommen zu einem Ende. Wer mehr wissen möchte über die Arbeit von Kirsten und über das, was sie noch vertiefend über den Tarot weiß, der besucht einfach ihre Seite tarotwissen.de und natürlich die Mantika und vor allen Dingen den YouTube-Kanal der Mantika, auf dem immer wieder spannende weitere Legungen stattfinden. Ich denke, heute ist es wieder soweit, oder Kirsten? Ja, also heute haben wir wieder ein Programm. Um 16 Uhr mache ich mein berühmtes Wochentaroskop. Und um 18 Uhr bin ich mit Roy online und da werden wir über die Wesenskarten der kleinen Arkana reden. Also dann, damit beenden wir dann unsere Trilogie zu den Wesenskarten. Ja, ich freue mich, wenn die eine oder der andere dabei sind. Und du machst heute sicher auch noch was, oder? Ja, ich bin, also zunächst einmal, wenn ihr nach den Links sucht, die sind alle in der Infobox auch zu finden. Na, da könnt ihr direkt mal gleich reinschauen und vergesst nicht, auch dort ein Abo zu hinterlassen. In der, ich bin heute auch auf dem Schwesterkanal von Geheimnisakademie unterwegs. Heute Abend um 21 Uhr mache ich wieder mein Mystery-Horoskop. Horoskopdeutung live für alle, die schon ein bisschen mehr in die Astrologie hineingeschmeckt haben und nun versuchen, den roten Faden im Horoskop zu finden. Ein Horoskop wird gedeutet, ohne dass ihr am Anfang wisst, wer es ist, und am Schluss wird es erst enthüllt und ihr könnt euch mal ganz auf den Fluss der Deutung einlassen. Wie gesagt, alles Weitere findet ihr auch noch auf unseren Kanälen. Morgen geht es in der Geheimnisakademie weiter mit dem Sternbild Skorpion. Wir haben ja bald Vollmond im Skorpion und daher wird morgen das Sternbild Skorpion, seine Mythen und seine Geschichten von mir auseinandergedröselt. Und für die, die heute Morgen das Sonntagsmärchen angeguckt haben mit Schneeweißchen und Rosenrot, die werden am Mittwoch mit Christine dann ein Feature zum Krafttier der Bär finden. Das lief heute auch im Fernsehen, glaube ich, Schneeweißchen und Rosenrot. Heute? Nee, Brüderchen und Schwesterchen war es. Brüderchen und Schwesterchen. Nein, wir haben Schneeweißchen und Rosenrot, weil der Bär war uns wichtig. Und und alles Weitere, ihr guckt einfach herum. Ich habe jetzt hier noch ein Schlussbild vorbereitet, aber Kirsten, ich weiß gar nicht, ob ich da den richtigen Termin drin habe. Ich werde den jetzt schnell ändern. Richtige Termin? Ich weiß nicht, der richtige Termin ist in 14 Tagen wieder Tarotgarten, ne? Richtig. Da werden wir dann über den Wagen reden. Den Wagen. Wagen wir es, über den Wagen zu reden. Also in 14 Tagen, das ist dann gewissermaßen der Muttertag. 9. Mai. Der 9. Mai, ja. Passt der Wagen zum Muttertag? Naja, wir werden sehen. Ausziehen. Ja, das hatten wir heute als Thema schon. Hotel Mama Ade. In diesem Sinne, euch allen einen wunderschönen Sonntag. Macht was draus, genießt es. Ja, bis ganz bald. Habt eine schöne Zeit. Bis dann. Bis dann.